Es geht weiter bei Let's Play Crisis Warhead. Ich bin zu Adam C. Muffix. Hier ist irgendwo ein Gegner. Jo, da ist einer. Wir sind hier in diesen wunderschönen Höhlen. Und den Minen, um genau zu sagen. Und ja, wir wollen da eigentlich rauskommen. Aber ich finde hier ehrlich gesagt keinen Weg raus. Ich hoffe überhaupt, dass ich gerade in die richtige Richtung laufe. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Und ja, hier sind Aliens drin. Hier sind Koreaner. Hier ist eigentlich alles, was uns töten will. Wurde ich gerade von einer Kiste getötet? What the fuck? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Die Kiste bewegt sich einfach so. Okay, nicht nachfragen. Nicht nachfragen. Einfach weitergehen. Okay, die Frage ist aber jetzt, wo ich hin muss. Ja, wir wollen, wie gesagt, aus dieser Mine raus und irgendwo müssen wir dann auch wieder auf das Eagle-Team da treffen. Die halt auch Nanosuits haben, die wir schon getroffen haben. Und ja, die haben es geschafft, sich gegen die Aliens zu verteidigen, wo wir 10 Stunden dran gekämpft haben. Hier komme ich her, glaube ich. Boah, wenn ich irgendeine Orientierung hätte, ich müsste mir so Brotkrümel hinlegen. Ich weiß nicht mal, bei irgendeinem Spiel, ich weiß jetzt auch nochmal, was das war. Es war irgendein Rollenspiel. Ich glaube, es war, ja, ich glaube, es war schon Oblivion. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Also es war irgendein Rollenspiel. Da gab es so einen Dungeon, der war so ewig lang. Und da, ich wusste, dass ich da nie wieder rausfinde aus diesem Kack-Dungeon. Da habe ich mir, dann hatte ich echt eine geile Idee. Dann habe ich es so gemacht, dass ich überall Items, also die ich hatte, hingelegt habe. Also die ich halt nicht gebraucht habe. Und dann, als ich dann mit dem Dungeon fertig war, hätte ich wirklich nicht mehr rausgefunden, ne? Habe ich dann diese Items, also ich wusste ja, wo die waren, und hab die dann, also bin dann halt immer zu den Items gegangen, und so habe ich dann den Weg aus der Höhle rausgefunden. Das war echt lustig. Okay, und ich glaube, hier geht's echt weiter. Boah, echt, Mann, ich glaube, ich laufe in den letzten ein, zwei Parts wirklich nur noch sinnlos in der Gegend, weil ich keine Ahnung habe, wo es lang geht. Hier komme ich doch her, bin ich mir sicher. Hier liegen ja tote Koreaner schon wieder rum. Ich weiß, dass ich hierher komme. Oder? Nee. Da komme ich. Ich bin davor hochgejumpt, das weiß ich. Maximale Stärke. Boah. Also ich bin eigentlich einmal nur im Kreis gelaufen. Also wirklich gar echt nur im Kreis gelaufen. Jetzt laufen wir ja den gleichen Weg, wie ich vorher schon gelaufen bin. Ach geil. Ey, Mann, was ist das für ein scheiß Labyrinth? Dieser Kack-Sento funktioniert auch nicht, wenn man ihn braucht. Wirklich. Okay, gehen wir mal dahin. Vielleicht geht's da raus? Nein, geht's nicht. Was war das gerade? Hier bin ich vorher runtergefallen, das weiß ich. Dann könnte es sein, dass es da lang geht, aber da ist ja auch nichts. Boah! Dreckslevel! Aber ich würde gerne mal dahin noch kommen. Aber ich glaube, das ist Munition. Ich habe echt 5-7 Munition voll, geil. 5-7 voll und das Gauss Munition, ja. Also, hier komme ich ganz sicher her. Aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Sonst würden da keine toten Koreaner rumliegen. Maximales Tempo. Oh mein Gott. Ey, man, das kotzt mich gerade echt an. Sprechpunkt. Okay, ich bin richtig, glaube ich. Geil. Hätte ich vorher nur hier abbiegen müssen. Ach, toll. Wenn der Plan stimmt, müsste es ab jetzt immer geradeaus gehen. Warum habe ich eigentlich keinen Schalldämpfer drauf? Aktiviert. Oh, ich sehe keinen einzigen Gegner. Ach so, da ist einer. Maximale Panzerung. Zack, einer ist weg. Schalldämpfer ist schon geil. Tarnfeld aktiviert. Ich wünsche, das wäre so in Crysis 2, dass man sich auf eine Schrotflinte einen Schalldämpfer drauf machen kann. Geilste Kombination ever einfach. Und die benutze ich jetzt nicht mal als Schutzschild. Bam! Genug Schutzschild. Cloak engaged. Oh, verdammt, ich habe keine Energie mehr. Maximale Panzerung. Okay. Kurz aufladen. Cloak engaged.
Tarnfeld aktiviert. Und jetzt. Maximum Power. Maximale Stärke. Warum springst du nicht? Es gibt oben einen Aufzug. Ganz hinten. Schaltet ihn aus! Boah, ihr seid ja alle scheiße. Lauft ja alle von mir weg. Da ist irgendwo einer. Da ist irgendwo einer. Ach geil, jetzt ist da wieder einer hingegangen. Verreck. Echt? Hier ist irgendwo einer. Hallo. Achso, da. Jetzt gammelst du dich da in der Ecke rum. Echt? Merkwürdig. Okay, ich werde, es kommt so ein Zug angefahren und überfährt uns. Ach geil, ein Buggy. Ich wünschte, ich hätte Claymores dabei. Nicht Claymores, Min dabei. Den ignorieren wir einfach mal schön. Oh, da vorne sind Gegner. Ne, sind sie gar nicht. Egal. Na doch, das sind welche. Bam. Was habe ich da abgeschossen? Cool. Irgendwas ist explodiert. Ich weiß nicht mehr, was ich... Aber was ich schieße, aber es explodiert. Bam. Weg da. Weg da. Boah, habt ihr keine größeren Probleme, Kakoreaner? Sind so ein paar Aliens. Und da sind Ratten. Ich hasse Ratten. Da gammelt noch irgendwo einer. Bam, schön. Und jetzt, du, der... Bist du der Letzte? Nee, du lebst ja immer noch. Ey, also langsam wärst du mich hier. Nimm ihn doch! Bon. Nomad wäre niemals sowas passiert. Der greift immer alle. Ich bin nur ein Gegner. Ich bin nur ein Gegner, der einfach so getragen wird von der Luft. Was ist das? Ja, wenn ihr jetzt echt nicht auf mich schießt, ich fühle mich. Hey, ich sehe keinen! Maximale Panzerung. Okay, nachlang kurz. Bam! Zack. Ah, du brauchst keine Deckung mehr. Zack, hast du Raketenwerfer? Ah nein, ein Nanosutani. Ja, der hat ja nichts für mich ausgehalten. Scheiße, ich hab grad... Ich hab grad ein bisschen Angst. Weil ich glaube, gleich kommt so ein Nanosatini von hinten und er tut mich dann schlagen und dann bin ich tot. Ich sehe keine Gegner schon wieder. Ja, geht mal vorwärts. Tarnfeld aktiviert. Hä, da war ich doch vorher. Los, Bewegung! Achso, der hat einen. Energiekritisch. Der hat einen Nanosuit an. Deswegen sehe ich keinen. Tarnfeld aktiviert. Lol. Okay, geil, 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 geil. Maximale Panzerung. Boah, was ist das? Kackratten. Tarnfeld aktiviert. Okay, dann mache ich jetzt mal was. Dann nehme ich schon die Waffe hier. Ich werfe jetzt mal eine Granate. Verdammt, hier war nichts. Hä? Energiekritisch. Ich check's nicht. Fuck, ich hab meinen eigenen Nanosub geröstet. Ey Mann, hier sind keine Gegner. Ich höre sie zwar, aber ich sehe keinen. Boah. Nicht reinlaufen. Nicht reinlaufen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Okay.
Ganz langsam und ruhig. Ganz langsam und ruhig. Ich glaube, wir müssen da nämlich... Ah doch, da ist der Notausgang. Da muss ich dann sogar rein. Maximale Panzerung. Ah, da ist noch einer. Es gibt Party wieder ab. Okay. Okay, das war's dann mit der Party. Aber schau, da ist irgendwo einer und der macht sich die ganze Zeit unsichtbar und deswegen sehe ich ihn nie. Aktiviert. Okay. Kurz aufladen. Ich habe nur Angst, weil der kann mich einfach one-killen und das kotzt mich an. Ich laufe dann einfach mal vor und dann soll gefixt kommen. Maximale Au. Au. Raketenwerfer. Maximale Panzerung. What the fuck, was geht mit dir ab, Junge? Maximale Panzerung. Oh, geil. Lebst du immer nicht mehr? Dankeschön. Okay, Senator tot. Okay, irgendwo hier müsste Notausgang sein. Hab ich da zumindest vorgesehen? Hab ich das Schild etwa angelogen? Ey, ich hasse es, wenn Schilder mich anlügen. Was bist du? Ach, so eine Schrotflinte. Ach komm, Ratten, nervt nicht. Ey, Mann, wie können Ratten so laut sein? Ah! Ein Ausgang? Ein Ausgang? Ein Ausgang! Oh nein, irgendwas hat mich gehört. Tarnfeld aktiviert. Oh nee. Maximale okay. Panzerung. Ein Aufzug. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Psycho, wir haben Prophet gefunden. Großartig. In welchem Zustand? Körperlich in Ordnung, aber uns liegen Berichte einiger unserer Feldoffiziere vor, die unter Übelkeit und psychotropischen Effekten leiden. Behalten Sie ihn im Auge, ja? Okay. Ich schau kurz nach Munition. Nee, nee. Boah, es gibt so nichts, dass hier keine Munition rumliegt. Zirkules. Sprenggranaten, ja, 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 danke schön. Claymores, danke, danke, geht doch. Oh, Claymore. Schubpatronen haben wir voll, echt? Cool. Feind! Tarnfeld aktiviert. Hey, nein, 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 das ist exklusiv. Fast du, Depp! Maximal. Bist du wohl. Tarnfeld aktiviert. Ja, genau deswegen war das keine so gute Idee. Cool. Was gibt's hier noch? Ey, das kannst du gar nicht geben, dass hier keine Munition rumliegt. Ah, ich brauche Munition. Psycho, wir haben den Behälter geortet. Die Koreaner haben ihn in der Verladestation und bringen ihn auf einen der automatischen Frachtzüge der Mine. Wir vermuten, dass sie ihn zum Flugplatz auf der anderen Seite des Ang und dann nach Pyongyang bringen wollen. Sie müssen diesen Zug erwischen. Okay, mach mal irgendwann, wenn wir Zeit haben. Finden Sie den Zug, yo, benutzen. Nee, kein Bock. Ich will nicht Radio hören. Ah, cool, schöne Musik. Ah, keine schöne Musik mehr. Bitte keine Nanos und Tinies. Das wäre echt mies. Ist allein schon mies genug, dass da irgendeiner mit dem hässlichen MG rumsteht. Ja, der macht, die macht mir gerade fertig. Ja, ich werde sterben. Ja, ich bin doch eh gleich tot. Ich hab gerade, du bist tot. Okay, kurz nachdenken. What the fuck, ich lebe sogar noch. Ich bin gerade echt nur einfach so durchgelaufen und abgeschossen. Bist du Nanos für Tiny? Nee, bist du nicht. Dann ist ja gut. Nee, ist auf den anderen draufgefallen. Ich habe auch Granaten, weißt du? Down. Sag dir down, du Penner. Boah, ihr regt mich langsam auf. Da, Granate, schenke ich euch. Seid ihr alle weg? Dankeschön. Warum waren überhaupt drei Gegner am Boden gelegen? Ich weiß es nicht. Weg da. Weg da. Ey, Mann, ich will endlich mal wieder ans Tageslicht. Mich kotzen diese Kacktunnel an. Ich sehe da immer den Gegner nicht. Hätten ihr einen Laserstrahl nicht, die könnten genauso gut Wand sein, echt. Hier ist down.
Du bist down. Ich hab gesagt, du bist down! Jump mal hier runter. Und irgendwo gammelt hier noch einer rum. Maximale Stärke. Ich weiß noch nicht wo. Egal. Ich bin maximale Panzerung. Such den Gegner. Tolles Spiel. Da ist er. Ey, ich hab gedacht, das wäre noch ein Gegner. Hä? Das Barometer ist leer, aber einer labert noch. Ich muss laden und einer schießt noch nicht. Ach, das kann doch alles an. Achso, da. Was bist du denn für einer? So, darf ich dich trollen? Achso, du wachst rum. Cool. Finde ich lustig von dir. Dann troll ich dich. Gib trollen. Okay, ist das zufällig der Tank, in den ich rein muss, oder ist es... Ach komm, warum laden? Achso, ich hab... Hä? Hä? Ich hab grad geladen. Okay. Kein Problem. Ich blick gar nicht mehr durch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da hoch und machen einen kleinen Cut und sind gleich wieder bei Let's Play Crisis Warhead. Bis zum nächsten Mal, euer DMC Muffix. Ciao.